Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein heutiges Video ist endlich mal wieder ein Storytime-Video. Viele von euch hatten sich gewünscht, dass ich mal wieder was aus meinem Leben erzähle. Und ich habe sehr, sehr lange Zeit nachgedacht, ob und wie und wann ich euch diese Geschichte erzähle. Ich habe das Ganze probiert, bei Snapchat auch schon ein bisschen mit euch auszudiskutieren, ohne halt zu viel zu verraten, aber für mich ist das Ganze halt ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil ich mit dem Ganzen hier nicht in ein falsches Licht rücken möchte, sondern einfach euch so ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen möchte, um euch vor Schlimmerem zu bewahren. Das ganze Geschehen liegt einige Jahre zurück, im Jahr 2010, vor krass mittlerweile echt 6 Jahren, oh Gott, wie die Zeit verfliegt, war ich mit 3 meiner besten Freunde zusammen im Sommerurlaub in Spanien. Wir hatten uns überlegt, dass wir sozusagen so einen richtigen Partyurlaub machen und zusammen nach Calella fahren. Für diejenigen von euch, die Calella nicht kennen, Calella ist ein Nachbarort von Lloret de Mar, ist sozusagen ein kleines Stück weiter südlich, glaube ich, und ist eher sozusagen was für die 16- bis 18-Jährigen, weil dort halt auch viele Clubs sind, wo man schon ab 16 ohne Probleme reinkommt und darf und alles. Lloret ist halt, sage ich mal, noch eine kleine Spur drüber, aber soweit ich weiß, halt auch eher was für Leute ab 18. Da ich immer das Küken in der Runde war und ein Jahr jünger als alle anderen, haben wir uns dann zusammen entschieden, okay, fahren wir zusammen nach Calella und machen uns schöne 10 Tage. Es fällt mir gerade echt schwer, so ein bisschen drüber zu reden, weil ich halt, oh Gott, naja, okay, Augen zu und durch. Ich war das Jahr davor mit meinem besten Kumpel auch schon dort. Wir kannten den Ort, wir kannten die Clubs, wir wussten, worauf wir uns einlassen. Dieses Mal halt nur noch mit 2 Jungs mehr und im Vorfeld hätte nichts dafür gesprochen, dass das Ganze in einer Katastrophe endet. Nur als kleine Background-Info, ich bin zu dem Zeitpunkt 17 gewesen, die anderen waren 18, aber ich war sozusagen das, wie gesagt, Küken in der Runde und noch nicht volljährig. Als wir in Calella angekommen sind, wir sind mit dem Bus dorthin gefahren, wie so ein richtiger typischer Partyurlaub, wie man das so kennt. Und die ersten Tage waren der absolute Hammer. Wir waren abends feiern, wir haben was getrunken, wir haben so richtig, so typisch, möchte gerne erwachsen, so richtig Givin Partyurlaub ohne Erwachsene, ohne Eltern. Das war halt irgendwie echt geil, weil wir halt, sag ich mal, unser eigenes Ding machen konnten und so richtig die Sau rauslassen konnten. Das Witzige war, wir waren damals in der Schulzeit so eine riesengroße Clique, wir waren so knapp 10, 12 Leute und wir 4 Jungs sind zusammengefahren und dann noch ein Teil der Mädchengruppe auch. Und die waren aber in Lloret, das heißt in dem Nachbarort. Und den einen Abend sind die, sag ich mal, zu uns rübergekommen, damit wir in Calella alle zusammen feiern gehen konnten. Am besagten Abend haben wir dann ordentlich auf den Hotelzimmern, sag ich mal, uns in Partystimmung gebracht, haben schon ein bisschen was vorgetrunken. Ich finde das so blöd, über Alkohol zu reden und feiern und Party, aber naja, macht man halt, sag ich mal, in dem Alter, vor allem in einem Partyurlaub. Ich habe das Gefühl, meine Vorbildfunktion ist nach diesem Video komplett dahin. Naja, aber wenigstens bin ich ehrlich, oder nicht? Wir sind dann alle zusammen los in unseren Lieblingsclub, wo wir uns gedacht haben, okay, den kennen die Mädels noch nicht, lass uns da mal richtig Gas geben. Und genau das haben wir dann auch getan. Wir hatten eine richtig geile Zeit, haben voll den Dancefloor gerockt und haben halt, wie man das halt in dem, ich finde das so blöd, mich da gerade so rechtfertigen zu müssen. Wir akzeptieren jetzt einfach mal die Tatsache, dass JJ auch mal trinkt. Und ja, haben wir dann halt ordentlich gemacht und ordentlich gefeiert und hatten echt einen geilen Abend. Und irgendwann habe ich Durst bekommen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, gehe ich zur Bar, bestelle mir was zu trinken. Der Barkeeper an der Bar war total motiviert und halt schon so ein bisschen, ich war mir nicht sicher, ob er schwul ist, aber er war halt auf jeden Fall so richtig, irgendwie so ein bisschen Raver, sag ich mal. Irgendwie so voll mit Neonklamotten, Muskelshirt, voll gepierst und so Iro und so ein bisschen gefärbte Haare und naja, auf jeden Fall nicht mein Typ. Dann habe ich halt mein Getränk bestellt und ich weiß nicht mehr, was es war. Es war auf jeden Fall irgendwie ein Cocktail und ich glaube, es war ein Sex on the Beach oder Tequila Sunrise, weil das war irgendwie so Special Night und ich habe mir gedacht, ja, okay, gib her. Und das war halt nicht das erste Mal, dass ich das Getränk getrunken habe und ich erinnere mich noch, dass ich gedacht habe, hä, ganz ehrlich, wieso sprudelt das? So, habe ich halt irgendwie gar nicht verstanden, weil ich nur so war, nach meinem Verständnis darf das nicht sprudeln, aber okay, cool, wir sind hier irgendwie in Spanien und vielleicht machen die das anders oder machen dann noch so ein bisschen Sprite oder keine Ahnung, Fanta, sonst was rein und dann habe ich es halt getrunken. Und ich habe halt gemerkt, dass der Barkeeper die anderen Gäste voll vernachlässigt hat und sich die ganze Zeit mega hart an mich rangeschmissen hat. Aber richtig. Und ich war halt nur so, ganz ehrlich, Girl, lass mich in Ruhe. So, ich bin hier, um Spaß zu haben, aber bestimmt nicht mit dir.
Und ich glaube auch nicht in dem Sinne, wie du dir das Ganze gerade vorstellst. Ich habe dann halt, sag ich mal, mein Getränk wieder entführt, bin zurück zur Tanzfläche, ordentlich abgedanzt mit meinen Leuten und wir hatten halt voll die geile Zeit. Und ich merke halt irgendwie, langsam aber sicher wird mir schlecht. Und so blöd wie das klingt, ich kann mich halt, was Alkohol angeht, super gut selber einschätzen. Ich hatte halt in ganz jungen Jahren einen richtig, richtig, richtig schlimmen Absturz. Also glaub mir, das ist auch eine Story für sich, aber das ist nicht die Story für heute. Und dementsprechend weiß ich halt, sag ich mal, wann ich genug habe. Und ich hatte halt echt gut gegessen den Tag und eigentlich konnte es vom Alkohol noch nicht so weit sein, wie es sich zu dem Zeitpunkt angefühlt hat. Und ich war nur so, mir ist richtig schlecht. Mir ist nicht Alkohol schlecht, mir ist nicht krank schlecht, mir ist richtig schlecht. Ich hatte halt echt das Gefühl, irgendwie es hängt schon hier und ich habe halt echt gedacht, okay, ich muss gleich würgen. Ich bin dann halt Hals über Kopf von der Tanzfläche runter und Richtung Klo. Und ich weiß es noch ganz genau, ich werde diesen Moment niemals vergessen. Ich bin aufs Klo und es war mir so egal, wer da war und was da abging und sonst was. Ich meine, sind Party-Disco-Toiletten, so, da kann halt alles passieren. Ich weiß nur noch, ich wollte zum Klo, weil ich dachte, ich muss mich übergeben. Ich bin dann halt in eine dieser Toilettenkabinen rein, wollte mich umdrehen, um gerade die Tür zu machen. Doch dann wird die Tür festgehalten. Und ich war nur so, was ist das jetzt? So, ich war halt voll genervt, weil ich mir nur gedacht habe, ganz ehrlich, ich muss spucken, bitte lass mir, egal wer das ist, so ein bisschen Privatsphäre. Ich muss mich übergeben und das ist nicht schön und das möchte niemand sehen. Und dann wird die Tür halt wieder aufgezogen und wer steht in der Tür? Der Buggy. Das war richtig schlimm, was dann passiert ist. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht in Worte fassen, aber mir ist halt dann irgendwann schwarz vor Augen geworden und ich war halt komplett außer mir. Ich habe das Gefühl, ich stand irgendwie neben mir, ohne irgendwie was zu merken. Ich habe das Gefühl, ich war gar nicht mehr so richtig in meinem eigenen Körper. Ja, und dann ist es halt passiert. Ich bin dann irgendwann wieder zu mir gekommen. Und eine meiner besten Freundinnen stand neben mir, beziehungsweise fast so über mir, weil ich war am Boden des Klos, voll eklig, so, aber ich hatte in dem Moment andere Sorgen, als das gerade eklig ist. Mir ging es halt richtig schlecht, so. Ich habe halt echt irgendwie das Gefühl gehabt, ich sei vom LKW überfahren worden und habe mich so widerlich gefühlt. Auf jeden Fall meinte sie dann zu mir, oh mein Gott, steh auf, komm, wir müssen hier raus, steh auf. Und ich war nur so, was machst du denn hier? So, ich war halt voll außer mir. Ich war überhaupt gar nicht mir bewusst, was gerade passiert war. Auf jeden Fall hat sie mich dann aus dem Club rausgezogen. Wir standen vor dem Club, gemerkt irgendwie, oder war mir bewusst, dass sie auch gerade voll überfordert ist mit der Situation. So, was mache ich jetzt? Und irgendwie, man weiß halt nicht, was man in so einer Situation macht. Und sie hat dann, sag ich mal, zum Glück jemanden abfangen können von den anderen, der dann, sag ich mal, die anderen auch rausgeholt hat. Und mein bester Kumpel ist dann zusammen mit mir ins Hotel. Und er hat mich, sag ich mal, dann nach Hause gebracht. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, ging es mir des Todes beschissen. Ich muss dazu sagen, ich weiß wirklich nicht mehr viel von dieser ganzen Situation, abgesehen von der Tatsache, dass ich irgendwann von der Tanzfläche auf Klo musste, weil mir schlecht war und dass dann da halt der Barkeeper stand und von dem kompletten Weg nach Hause, vom Club ins Hotel, weiß ich nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich ins Bett gekommen bin, wie ich eingeschlafen bin. Ich war komplett ausgenockt. Aber was auf Klo passiert ist, wusste ich noch ganz genau, weil das ist was. Ich finde das unglaublich schwer in Worte zu fassen, denn ich glaube, wem sowas noch nie passiert ist, kann sich nicht vorstellen, wie man sich nach so einer Situation fühlt. Und das lag halt irgendwie wie so ein Schatten auf mir und mir ging es unglaublich schlecht damit und irgendwo war es mir aber auch peinlich, weil ich gedacht habe, es sei irgendwo meine Schuld. So blöd wie es klingt, auch wenn man in so einer Situation in der Opferrolle ist, ist man oft dazu geneigt, und ich habe es von vielen anderen Personen auch schon gehört, denen ähnliche Sachen passiert sind, man hinterfragt sich selber und gibt sich selbst die Schuld für das Ganze. Ich konnte das Ganze aber irgendwie nicht auf mir sitzen lassen und ich bin mit meinen Freunden zur Polizeiwache gegangen. Es war ein richtig geiler Tag, aber mal ganz abgesehen vom geilen Wetter, mir ging es halt eh kacke und ich war zu gar nichts fähig. Ich glaube, ich hätte mich bei der Hitze niemals in die Sonne legen können, vor allem nicht mit meinem Kopf. Und mir ging es halt richtig scheiße so. Und es war kein normaler Kater, es waren halt definitiv die Nachwirkungen von was auch immer er mir da ins Getränk gepackt hat. Ich habe dann halt bei der Polizei eine Aussage gemacht und die Situation geschildert und dem Barkeeper beschrieben und
halt erklärt, dass er mir K.O.-Tropfen ins Glas gepackt hat oder was auch immer für Tabletten oder Drogen. Ich weiß es bis heute nicht hundertprozentig, was es war. Und als die Wirkung dann von was auch immer eingesetzt hat, er sich auf dem Klo an mir vergangen hat. Die Reaktion der Polizisten ist so unverantwortlich. Ihr werdet es mir hundertprozentig nicht glauben, aber ich schwöre auf alles in der Welt, dass ich keinen Scheiß erzähle. Die komplette Story ist allgemein zu 1000 Millionen % die Wahrheit und ich möchte damit halt wirklich eher so ein bisschen Aufklärungsarbeit machen, als mich jetzt hier wichtig tun. Die Polizisten haben wortwörtlich gesagt, ja, die ganze Situation ist uns bewusst, das hören wir heute gerade von dir nicht zum ersten Mal, das ist schon öfters vorgekommen. Willst du Anzeige erstatten oder nicht? Und ich war nur so, ganz ehrlich, ja natürlich will ich Anzeige erstatten. So, mir wurden Sachen eingeflößt, die ich nicht wollte. Drogen, was auch immer, K.O.-Tropfen, keine Ahnung. Und danach wurde sich sexuell an mir vergangen. So, wollen Sie mich verarschen? So, Entschuldigung, natürlich möchte ich Anzeige erstatten. Ja, wie alt sind Sie denn? Und ich war nur so, 17, so in 3 Monaten 18. Und dann meinten die Polizisten zu mir, ja, dann dürfen aber leider nicht Sie Anzeige erstatten, sondern dann brauchen wir Ihre Erziehungsberechtigten. Und ich war nur so, nicht im Ernst. Weil so blöd wie es klingt, ich habe das eben schon kurz angeschnitten, auch wenn man nicht selber Schuld hat, man sucht die Schuld irgendwie bei sich selber und man fühlt sich irgendwo schuldig oder man, als ob man selber Schuld hat. Und das ist so dumm. Aber das Ding ist, ich konnte es halt meinen Erziehungsberechtigten bzw. meinen Großeltern nicht erzählen. Das war absolut unmöglich. Ich hätte es niemals über die Lippen bringen können, was da passiert ist. Ich hatte halt irgendwie das Gefühl, ich bin so ein Stück Dreck und fühle mich so widerwärtig vor mir selber. Und ich weiß halt nicht, wie die Situation ausgegangen wäre, wenn meine Freundin mich dort nicht auf der Toilette gefunden hätte. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe mich dann schlussendlich dazu entschieden, keine Anzeige zu erstatten, weil ich, wie gesagt, nicht mit meinen Großeltern darüber reden konnte. Das ging nicht. So, es ist so blöd nachzuvollziehen, aber es ging einfach nicht. Die Konsequenzen für den Barkeeper sind das Lächerlichste, was ich jemals in der Welt gehört habe. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das in Spanien allgemein ist, aber halte ich nicht allzu viel von. Denn haltet euch fest, er wurde für die restliche Zeit meiner Anwesenheit in Calella suspendiert. So, das war's. So, hä? Doch was heißt das Ganze jetzt für mich und für euch? Ich möchte euch halt einfach jetzt nur in der Sommer- und Urlaubzeit, wo ich mir vorstellen kann, dass viele vielleicht auch mit ihren Freunden in den Sommerurlaub fahren und in Partyurlaubsstädte, sag ich mal, gehen, euch einfach, sag ich mal, auf dem Weg mitgeben, dass ihr dort nicht so hundertprozentig sicher seid, wie ihr vielleicht denkt. Ich weiß, es sind immer so Möchtegern-Betreuer, aber ganz ehrlich, wer sind diese Betreuer, sag ich mal, in echt? Ich kenne Leute, die, sag ich mal, auf solchen Reisen als Aufpasser mitfahren. Und ganz ehrlich, ich würde denen nicht meine Kinder anvertrauen. Ich finde es halt einfach unglaublich wichtig, dass man in solchen Situationen Leute hat, an die man sich halten kann und dass man gegenseitig aufeinander aufpasst. Denn ich glaube, ganz ehrlich, wenn meine Freundin nicht in dem Moment für mich da gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich nicht am nächsten Morgen noch da auf Klo gelegen hätte oder vielleicht irgendwie, keine Ahnung, bei dem komischen Barkeeper zu Hause aufgewacht wäre oder ich weiß es nicht, tot im Meer gelegen hätte. Ich finde einfach, der komplette Zusammenhang und wie das alles, sag ich mal, so abgelaufen ist, ist in jeglicher Hinsicht scheiße, abgesehen davon, dass ich solche tollen Freunde habe, die sich um mich gekümmert haben. Aber ganz ehrlich, meiner Meinung nach hat sowohl die Reiseleitung bzw. die komischen Betreuer, die halt dort in dem Club waren, als halt auch die Disco, als halt auch die Polizei in jeglicher Hinsicht versagt. Ganz ehrlich, wofür seid ihr da? Ihr seid dafür da, um den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die da hingehen, einen geilen Urlaub zu ermöglichen. Denn die Eltern der Jugendlichen oder vielleicht auch manche der Jugendlichen selber zahlen Heidengeld für solche Urlaube. Ich finde es unmöglich, dass sowas dann überhaupt passieren kann. Ganz ehrlich, fällt mir nichts so ein. Doch für euch dort draußen, was heißt das Ganze? Egal wo ihr seid, ob es ein Partyurlaub ist oder zu Hause oder bei Freunden in irgendeiner anderen Stadt, wenn ihr, sag ich mal, rausgeht, ganz ehrlich, nicht alleine. Passt aufeinander auf, seid füreinander da, hört aufeinander und habt immer ein Auge auf den anderen. Niemand sollte alleine nachts durch die Gegend laufen. Und ich finde das so schlimm, dass das Ganze nicht möglich ist und dass ich sowas jetzt sagen muss. Aber es ist definitiv nicht mehr sicher dort draußen. Und wie gesagt, meine Story war 2010. Ich glaube nicht, dass sich die Welt in den letzten 6 Jahren verbessert hat.
Nur noch als kleinen Disclaimer da draußen für alle, die sich jetzt, sag ich mal, Sorgen oder so um mich machen. Ich war natürlich danach, als ich in Deutschland war, beim Arzt und habe mich komplett durchchecken lassen. Mir geht's 100% gut. Ich bin zu 100%, sag ich mal, abgesehen von meiner schiefen Nasenscheidewand, gesund. Mir geht's super und ich habe, sag ich mal, nichts Schlimmeres davon weggetragen, was natürlich in so einem Fall mehr als wahrscheinlich ist eigentlich. Ich bin zu 1 Milliarde % dankbar, dass ich solche Freunde habe, die in solchen Momenten auf mich aufpassen und für mich da sind. Denn ohne solche Freunde weiß ich nicht, ob ich heute hier sitzen würde. In diesem Sinne, meine Lieben, passt gut auf euch auf, geht nicht alleine raus, bleibt mindestens zu zweit oder zu dritt und wie gesagt, habt ein Auge aufeinander. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen, meine Lieben, denn ich glaube, diese Message ist unglaublich wichtig und sollte an viele Jugendliche dort draußen oder auch an die Eltern hinausgetragen werden. Einen letzten Satz noch dazu, falls euch jemand sowas passieren sollte, seid nicht so dumm wie ich, sondern macht den Mund auf, denn nur dann können die Übeltäter dort draußen geschnappt und gefasst werden und für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Und ganz ehrlich, damit tut ihr nicht nur euch selber einen Gefallen, ihr sorgt auch dafür, dass solche Leute sich nicht an weiteren Leuten vergreifen können und schützt damit andere. So, meine Lieben, nach dieser Story, glaube ich, ist das alles, was ich für heute zu erzählen habe. Ich habe euch unglaublich gern und bis wir uns das nächste Mal sehen. Habt einen schönen Tag.